Moin Leute, heute nehmen wir euch mal in der Springstunde mit und zeigen euch so, wie wir das in den Springstunden immer so machen. Und jetzt fängt die Springstunde gleich auch schon an. Und zwar als erstes die erste Gruppe. 1, 2, 3, fuck it! Herzlich willkommen auf dem Sudmühlenhof. Heute nehmen wir euch an einer Springstunde mit, die hier mittwochs in der Regel stattfindet. Heute mal dienstags, weil der Tag morgen blockiert ist. Und hiermit erkläre ich euch schon die ersten Übungen. Man sieht, haben wir einen Sprung auf dem Zirkel aufgebaut. Das ist wichtig für Pferde, Biegung und Stellung herzustellen, auch zum Sprung die äußere Hand an im Pferd zu halten und mit dem inneren Bein durchzutreiben. Somit haben wir mehr Last auf dem inneren Hinterbein und das Pferd muss mehr lernen, aus dem Hinterbein abzudrücken. Genau das ist die Übung, wie Pferde auch mal vorsichtig im Parcours sind und nicht ständig auch mal einen Fehler haben. Sehen, dass du ihn an der äußeren Hand bekommst, innen durchtreiben. So ist gut. Nicht doller, nicht doller. Ganz mit Ruhe kommen. Zu dich kommst. Bisschen weiter reiten jetzt, weiter. So ist gut. Oberkörper länger am Pferd. So ist gut. Bisschen weiter. So, weiter reiten, weiter reiten, weiter reiten. So, gucke mal. So ist gut. Aktion rettet dich immer ganz freiwillig, ne? Also darfst du nicht so viel plumpst, du musst etwas schwerer sitzen und dann zu Ende treiben. Sitzen, treiben, weiter, 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 weiter. Weiter reiten ist auch weiter reiten, das ist nicht still zu bleiben und etwas mehr Galopp ist zu wenig. Charlotte, nicht am Sprung so nach vorne schieben, bleib mal einfach in dem Rhythmus, einfach diese Linie. Du reitest gar nicht bis an der Wand, das sind mindestens noch 4 Meter, die du da mal ausholen kannst, die du dann auf dem Zirkel auch nochmal reiten sollst. Du sollst so reiten, wie als würdest du auf dem Zirkel reiten, okay? Gut. Nimmst du hier einmal hier vorher Galopp. Äußere Hand dran, ein bisschen mehr Druck auf dem äußeren Zügel und nicht so schieben. Inneres Bein bleibt am Pferd. Gut. Äußeren Zügel ran, so ist gut. Weiter, 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 weiter. So, gut. Einmal noch von links. Wie geht's da weiter? Groß bleiben. So. Dieser Galopp ist perfekt. Und einfach so weiter. Einmal Volte reiten. So, Pferd einstellen, inneres Bein. Und dann den Rhythmus weiter reiten, ne? Gut. Weiter, ein bisschen mehr. Weiter. Gut. Sitz. Wenn du noch ein Loch kürzer machst, deine Bügel, dann siehst du nichts mehr, weil dann hältst du mit den Knie die Augen zu. Weiter galoppieren, weiter galoppieren. Okay, mach von rechts. Charlotte, Oberkörper, Schulterblätter zurück. Und Galopp halten, Galopp halten, Galopp halten, Galopp halten. Gut. Hand weiter rangaloppieren, soll sich dann nicht hinterm Zügel aufhalten, sondern auch mit dem Schenkel wirklich an die Hand rangaloppieren. So ist das, genau, richtig. So. Absatz tief, bisschen auslaufen nach dahin. Du wendest hier ab, genauso wie du auf dem Zirkel reiten sollst.
und dann lässt du es so ein bisschen nach da raustragen. Auf die äußere Spitze, hast du gemerkt? Kommst du immer so ein bisschen hier an. Deswegen waren deine Distanzen auch so ein bisschen schwierig. Du musst dann sehen, dass du die innere Hand vielleicht etwas vom Endkamm löst, dass das Pferd sich etwas mehr in Stellung gibt und die äußere Hand auch annimmt. Und dann kannst du hier die innere so ein bisschen die Mitte mehr anreiten und dann reitest du eigentlich diesen halben, den du nach außen noch ranreitest, hier weniger und dann ist es ein bisschen einfacher. Aber trotzdem hast du das gut gemacht, weil er sonst schon ganz schön zäh war und jetzt zieht er schön durch. Das finde ich schon mal sehr gut. Gut. Weiter, weiter. So. Charlotte, weiter reiten. Gut. Okay, einmal Schritt. Ja, das hast du auch, aber das größere Problem ist, ganz einfach, und das hatten wir hier, du machst dir unnötig den Weg schwer. Weil du reitest ja hierher. Hierher, und dann reitest du die Innenbahn da rein. Das heißt, Innenbein ist ja immer kürzer wie die Außenbahn, okay? Dann versuchst du gleich erstmal da in der Ecke zu kommen, dann hast du äußere Hand dran und dann brauchst du nur noch gerade ausreiten. Jetzt bist du hier auf der Innenbahn, wälzt auch leicht links den Sprung, und dann versuchst du natürlich, weil wir im Moment ein bisschen Sprung brauchen, dass er das auch vernünftig macht, dann wählst du natürlicherweise, so wie ich es gerne hätte, auch so ein bisschen weiter Galopp. Und dann haben wir einfach einen Crash, weil es dann einfach zu eng ist. Eine Innenbahn, ein bisschen vorwärts Galopp haben wir Fehler. Ist nicht schlimm, ist gar kein Problem. Nicht losreiten, einfach normal weiter galoppieren. Gut, jawohl. Hast du gemerkt, jetzt hast du auch selber so ein bisschen die Distanz wieder gesehen, eben auf der Innenbahn warst du nicht ganz sicher, weil die Distanz nicht optimal war. Jetzt bist du dahergekommen und da konntest du merken, dass du gar nicht mehr, sondern dass du einfach still bleiben musst. Das hast du selber gesehen und konntest dann auch dementsprechend passend darauf reagieren. Und das ist wichtig. Gut gemacht.